Hochverehrte Frau Vorsitzende, verehrte Exzellenzen, liebe Gäste. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Damit dies aber überhaupt möglich wurde, fiel vor knapp einem Jahr mit dem Ende der Sitzungswoche 2008 des Schülerplans für United Nations der Startschuss für das, was im Anschluss folgte und heute in diesem historischen Ambiente seinen ersten Höhepunkt erreicht. Denn die Weltgemeinschaft blickt auf Sie, verehrte Exzellenzen. Sie erwartet von Ihnen in der Kommission für Umwelt, Gesundheit und Entwicklung, dass Sie sich der Bedeutung des Trinkwassers bewusst werden und dafür einstehen, dass sein lebenserhaltender Wert allen Menschen dieser Erde zugestanden wird. Setzen Sie sich auch in der Kommission für Abrüstung und internationale Sicherheit dafür ein, die Bedrohung durch nuklearen Terrorismus zu begrenzen. So machen Sie auf diese Weise der entstehenden Weltgesellschaft deutlich, Ihre Bewertung von Frieden ist positiv. Gerade einen positiven Friedensbegriff können Sie später in der Generalversammlung bei der Agenda für den Frieden einbringen und auch vorantreiben. Verehrte Exzellenzen, Sie erkennen, was Sie als Delegierte verschiedener Ausschüsse jeweils auf unterschiedliche Weise begleitet, aber auch gleichzeitig verbindet. Es ist das Motto: Öl, Wasser, Frieden, gemeinsame Werte für die Zukunft. Hiermit erkläre ich die Sitzungswoche 2009 des Schülerplanspiels United Nations für eröffnet. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Hochverehrte Frau Vorsitzende, hochverehrter Herr Generalsekretär, verehrte Exzellenzen, verehrte Gäste. Kuba zeigt sich durch die aktuelle Wirtschaftskrise schwer getroffen, dennoch war für uns Kubaner selten in den letzten Jahren so viel Anlass zur Hoffnung. Kuba ist voller Zuversicht, dass die amerikanische Regierung endlich den zahlreichen Bitten der Generalversammlung nachkommt und das nie gerechtfertigte Handelsembargo gegen unsere Freie Republik endlich abschafft. Aber Kuba hat darüber hinaus Anlass zur Hoffnung. Es scheint, als habe man endlich erkannt, dass die ungehemmte Ausbreitung des westlichen Kapitalismus die Bevölkerung der Entwicklungsländer in die Armut treibt. Diesen Staaten muss nun die Chance gegeben werden, ihre Gesellschaft jenseits der Abhängigkeit von westlichen Krediten selbst zu gestalten. Die Delegation von Kuba freut sich in diesem Sinne auf eine konstruktive Zusammenarbeit in einer spannenden Sitzungswoche. Vielen Dank. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, hochverehrter Generalsekretär, werte Delegierte, werte Gäste. Seit ihrer Gründung verfolgt die Republik Türkei eine friedliche, realistische und konsistente Außenpolitik, die von dem Prinzip Frieden im Land, Frieden auf der Welt geleitet wird. Die Wahl der Türkei für einen nicht ständigen Sitz im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen ist ein wichtiger Beleg für das Vertrauen, dass die internationale Gemeinschaft in die durch die Türkei verfolgte Außenpolitik legt. Die Türkei macht sich dabei zur Aufgabe, gemeinsame Handlungsansätze über verschiedene Gesellschaften hinweg zu verschmelzen, um Extremismus zu bekämpfen und kulturelle, religiöse sowie soziale Barrieren zu überwinden, primär zwischen der westlichen und der vorherrschenden muslimischen Welt. Hierbei mit gerade der Laizismus, die strikte Trennung von Staat und Kirche, eine hohe Priorität in unserer Gesellschaft erlangt. Vielen Dank. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrter Herr Generalsekretär, verehrte Exzellenzen, werte Gäste, Salam Aleikum. Öl, Wasser, Frieden. Unter diesem Motto steht die diesjährige Sitzungswoche. Öl ist weltweit das Blut in den Adern einer jeden Wirtschaft. Und deshalb setzt sich Saudi-Arabien gemeinsam mit der Gemeinschaft aller ölfördernden Staaten für einen sicheren Ölhandel ein. Wasser. Als elementare Grundlage eines jeden Lebens ist es unabdingbar, eine geregelte und faire Verteilung sowie eine sichere Versorgung mit Wasser zu garantieren. Ebenso grundlegend für jedes Nebeneinander auf der Erde ist der Frieden. Gemeinsam mit unseren engen Verbündeten, den Vereinigten Staaten, setzen wir auf einen fairen Dialog zwischen den Kulturen und kämpfen mit dem Islam gegen den Terror. In diesem Sinne wünschen wir uns und Ihnen allen eine produktive Sitzungswoche. Lang lebe unser König Abdullah Al-Sa. Hochverehrte Frau Vorsitzende, hochverehrter Herr Generalsekretär, verehrte Exzellenzen, verehrte Gäste. Ich stehe hier als Vertreter der Vereinigten Staaten von Amerika
wie in Anbetracht der vorausgegangenen Präsidentenwahl eine neue Richtung einzuschlagen wäre. Natürlich ist dieses Jahrzehnt durch die Finanzkrise und Konflikte, wie als Beispiel im Gazastreifen vorzufinden sind, geprägt. Aber nichtsdestotrotz stehen wir alle hier zusammen vereint, um uns gerade diesen anzunehmen. Sobald man an einen Punkt gekommen ist, an dem man sagen muss, dass das alte System nicht ausgereicht hat, ist es Zeit für Veränderung. Veränderung, die nicht nur auf nationaler Ebene, sondern besonders auf internationaler Ebene Einfluss nehmen. Aber um dies auch nur denkbar zu machen, ist der Einsatz eines jeden von uns gefragt, wenn nur ein Wir unserer Bestand haben. Ich bin überzeugt, yes, we can. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrter Herr Generalsekretär, verehrte Exzellenzen, verehrte Gäste. Eine Ungerechtigkeit irgendwo gefährdet die Gerechtigkeit überall, sagte einmal Martin Luther King. Der Heilige Stuhl ist hierher gekommen, um die Ungerechtigkeit zu bekämpfen. Er ist hier, damit Ahmed im Iran vom Islam zum Christentum konvertieren kann. Er ist hier, damit Daitri nicht wie eine Maschine nach Tschechien verkauft wird. Er ist hier, damit Line und 14 weitere Kinder nicht während dieser Rede an Hunger sterben müssen. Er ist hier, damit der ungeborene Max eine Chance bekommt, das Licht der Welt zu erblicken. Er ist hier, um zu helfen, die Gerechtigkeit auf der Welt herzustellen. In diesem Sinne hofft der Heilige Stuhl auf Debatten voller Nächstenliebe, auf das mit Gottes Segen Betutung beim Weiterführen die Ergebnisse bringen. Amen. Sehr verehrte Delegierte des Heiligen Stuhls, ich möchte Sie fragen, ob Sie versuchen, mit Ihren zahlreichen Hilfsprojekten, die auf jeden Fall was Gutes in der Welt sind, versuchen, über die Tatsache hinwegzutäuschen, dass sie trotzdem mit veralteten Ansichten zahllose Menschen umbringen, wie zum Beispiel dem Kondomverbot, dem viele Leute in Afrika Gehör schenken. Daher möchte ich meine Gegenrede so schließen, wie Sie sie angefangen haben. Wenn es eine Gerechtigkeit gibt, Ungerechtigkeit gibt, dann muss dagegen was getan werden. Bitte verlassen Sie diesen Saal, solange hier keine andere Religion ausreichend vertreten ist. Bitte.